sozusagen gleich weitermachen mit dem nächsten spannenden Vortrag, den wir heute hören dürfen von Professor Scheidhauer. Professor Scheidhauer hat den langen Weg zu uns aus Berlin nach Luxemburg gemacht. Er ist anerkannter Experte in der Forschung von Mobbing und Cybermobbing. Professor Scheidhauer ist letztlich langjährig in dem Feld tätig. Ich denke, seit 2004 sind Sie auch Juniorprofessor an der Universität im Bereich klinische Psychologie und haben auch unter anderem den Verein Fairplayer gegründet und viele, viele zahlreiche Auszeichnungen bekommen und haben sich in dem Bereich äußerst verdient gemacht. Wir sind sehr froh, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben und uns heute an Ihrem Wissen teilhaben lassen und sind gespannt. Herzlichen Dank. Ich grüße recht herzlich, meine Damen und Herren. Zunächst möchte ich natürlich, wie es sich gehört, der Tagesklinik zum 10-jährigen Bestehen gratulieren. Es ist ein schöner Anlass, dass ich deshalb hier eingeladen wurde, heute einen Vortrag zum Thema Mobbing zu halten. Dafür danke ich. Ich möchte auch nochmal Frau Arap und Frau Ivanova sehr für die freundliche Unterstützung, für die Vorbereitung bedanken. Also es war an alles gedacht und ich fühle mich hier sehr wohl bei Ihnen und bedanke mich dafür recht herzlich. Sehr verehrte Damen und Herren, stell dir nicht so an, das bisschen Gewalthintergründe zu Cybermobbing und Best-Practice-Ansätze und Prävention und Intervention. Ich habe heute einiges vor. Ich muss mal schauen, was ich zeitlich alles hier unterbringen kann und was ich Ihnen alles zeigen kann. Dieses Thema beseelt mich seit vielen Jahren, weil ich selber in der Schule nicht Opfer von Mobbing, aber durchaus Zeuge von Mobbing gewesen bin. Und ich selber erinnere mich auch noch an ein Gespräch, was ich mit meinem Vater vor vielen Jahren, als er noch lebte, geführt habe, als ich ihm sagte, was ich so mache beruflich. Und er sagte, ja was, Mobbing? Mein Gott, das ist doch was ganz Normales, das gehört doch dazu. Das hat doch jeder schon erlebt, also bei uns. Ja, und mein Vater ist natürlich noch in einer Zeit zur Schule gegangen, als es beispielsweise noch die Prügelstrafe gab. Meine Mutter sagte auch, dass sie heute noch das Lineal der Lehrerin auf ihren Fingerkuppen oder auf ihren Fingern spürt. Es waren also andere Zeiten und wir sind zum Glück etwas sensibler, auch im Umgang mit dieser Thematik, sodass Mobbing inzwischen ein Thema ist, was wir durchaus wissenschaftlich betrachtet beforschen dürfen und wo es auch, wie Sie gleich hoffentlich sehen werden, Interventionsbedarf gibt. Ich möchte anfangen mit einem kleinen Ausschnitt aus unserem Film zum Programm fairplayer.de, um Ihnen zu zeigen, was eigentlich das Problem ist. Mehr als jeder zehnte Jugendliche wird einmal pro Woche Opfer von Mobbing. Mehr als jeder zehnte. Das sind 1 Million Mobbing-Vorfälle jede Woche. Ja, also letztes Jahr war das, also auf dem Gymnasium schon, da gab es so ein starken Konflikt in der Klasse zwischen mir und 2 Freundinnen. Da habe ich mich ja halt nicht mal mehr in die Schule getraut. Also ich habe jeden Abend, ich habe richtig geweint, das war nicht so schön. Dann habe ich halt eigentlich nur sozusagen darüber nachgedacht und konnte gar nicht mehr was anderes irgendwie Spaß, also jetzt meine Hobbys oder so machen. Ich weiß, ich kann es jetzt nicht richtig beschreiben, aber es ist halt einfach so, dass ich mich dann irgendwie so fühle, als würde ich da nicht richtig dazugehören oder so, das gibt es immer noch wieder. Ich habe natürlich auch Angst, nicht ernst genommen zu werden oder so. Und dann, ja, es ist halt wirklich ein bisschen uncool, seine Probleme vielleicht auch zu zeigen oder so seine Schwächen. Man fühlt sich einfach nur schlecht. Also ich möchte das eigentlich auch nicht mal so in Erinnerung rufen, weil es war echt nicht ein schönes Gefühl. Mobbing kann jeden treffen. Deswegen sollte auch jeder etwas dagegen tun können. Ja, entschuldigen Sie die leichten Verzögerungen im Film. Ich muss Ihnen gleich den Film, den nächsten, den ich noch zeigen werde, dann direkt von der Festplatte zeigen. Das waren jetzt einige Schülerinnen aus Berlin, die wir aufgenommen haben im Rahmen unseres Projektes fairplayer.de, was wir bundesweit in Deutschland durchführen als Präventionsansatz. Und wir haben Schüler, die selber betroffen waren, interviewt und gefragt, wie ging es denn mit dem Mobbing? Und Sie merken schon, das ist nicht angenehm, was man dort erfährt. Sie müssen sich vorstellen, dass viele Kinder und Jugendliche, gerade im Jugendalter, das als sehr, sehr bedrohlich erleben, weil im Jugendalter das dazugehören, das Mitmachen bei Gleichaltrigen als etwas sehr, sehr Wichtiges empfunden wird. Plötzlich nicht mehr dazuzugehören, das beschreiben uns viele Jugendliche als besonders verletzend und als besonders bedrohlich.
Ich würde gerne mit Ihnen über Hintergründe zu Mobbing und Cybermobbing sprechen, über die Folgen, mögliche Risikobedingungen und Entstehungsbedingungen, über Intervention und Prävention, und habe Ihnen zwei Projekte mitgebracht oder zwei Programme, die ich Ihnen stellvertretend vorstellen möchte. Aber vielleicht zunächst erstmal, was ist überhaupt Mobbing? Denn fälschlicherweise wird vieles für Mobbing gehalten, was Mobbing gar nicht ist. Mobbing ist erstmal ein Muster aggressiven, gewalttätigen Handelns, das zielgerichtet ist, mit einer Schädigungsintention, das heißt, man möchte jemanden wirklich verletzen, ihm wehtun, oder was sogar mit einer Schädigung des Opfers einhergeht. Wir haben dabei sehr oft ein asymmetrisches Verhältnis, das heißt, die Täter oder der Täter ist physisch oder psychisch einfach stärker und das oder die Opfer können sich einfach nicht wehren. Und wichtig beim Mobbing ist, dass es wiederholt und über einen längeren Zeitraum eigentlich auftreten muss, damit wir wirklich von Mobbing in der Gruppe sprechen können. Und gerade die Schule als sozialer Kontext bietet sich an, weil wir hier bestimmte hierarchische Strukturen haben. Wenn man nicht zur Gruppendynamik in den Schulklassen arbeitet, bilden sich einfach bestimmte Grüppchen und Hierarchien heraus, wo Mobbing einfach sehr gut funktioniert. Mobbing ist eine spezielle Form von Gewalt, ist also nichts, was man nicht ernst nehmen soll, sondern es ist eine Form von Gewalt. Beim Cybermobbing ist es so, dass wir eigentlich als eine Unterart von Mobbing, hier von Cybermobbing auch sprechen. Mobbing kann aber auf sehr unterschiedliche Art und Weise in Erscheinung treten. Klassischerweise früher war immer das physische Mobbing untersucht, das heißt schlagen, treten, schubsen, beschädigen oder verbales Mobbing, verspotten, beleidigen, beschimpfen. Das ist etwas, was wir sehr häufig auf dem Schulhof beispielsweise auch feststellen können. Das sogenannte Relational- oder Beziehungsmobbing, ignorieren, isolieren, Gerüchte streuen, sozial ausschließen, wird gerade von Jugendlichen als besonders bedrohlich erlebt. Und wir haben eben unterschiedlichste Spielarten, Mobbing mit sexuellen Konnotationen, Cybermobbing, Mobbing mit fremdenfeindlichem Hintergrund. Das heißt, Mobbing kann sehr unterschiedliche Gesichter haben und kann sich sehr unterschiedlich äußern, je nachdem, wie die Klasse zusammengesetzt ist und an welcher Schule wir schauen. Beim Cybermobbing ist es so, dass ein aggressives Verhalten einer Person mit einer Schädigung oder einer Schädigungsabsicht gegenüber einem Opfer einhergeht, wobei wir hier natürlich einfach die neuen Medien auch speziell nutzen. Das heißt, über soziale Netzwerkmedien beispielsweise, über Mobiltelefon, über WhatsApp-Gruppen, wie auch immer, wird jemand diffamiert oder sozial ausgeschlossen. Und das ist eine Definition, die wir herausgearbeitet haben mit Jugendlichen selbst, die oftmals viel zu wenig befragt werden im Forschungsprozess. Was versteht ihr eigentlich unter Cybermobbing und was findet ihr eigentlich besonders bedrohlich? Und die haben uns gesagt, ja, das Verhalten findet einmalig über öffentliche oder wiederholt über private Kommunikationskanäle statt und es ist öffentlichen Vorfällen und Vorfällen unter Freunden von ein besonderer Schweregrad zuzuschreiben. Das heißt, wir haben sehr häufig beim Cybermobbing die Situation, dass die Schüler ahnen, dass es wohl jemand ist, der einen gut kennt, aus dem Freundeskreis, aus der Clique, aus der Klasse, und das empfinden Jugendliche als besonders negativ und schwerwiegend. Wir haben das Thema Cybermobbing natürlich auch inzwischen in den öffentlichen Medien. Es sind meist die Extremfälle, die uns aufmerksam werden lassen. Ein Beispiel ist der Fall Amanda Todd, den viele von Ihnen vielleicht verfolgt haben. Amanda Todd, eine kanadische Schülerin, hat aufgrund von wiederholtem Cybermobbing Suizid begangen. Und es sind leider Gottes immer diese Extremfälle, die dann dazu führen, dass wir uns mit dieser Thematik beschäftigen. Andererseits kann ich Sie beruhigen, zum Glück kommt es nicht so häufig vor, Suizid infolge von Mobbing, aber es kommt vor. Ich finde es aber schlimm, dass es immer erst diese schlimmen Fälle annehmen muss, bevor wir uns mit dieser Thematik beschäftigen. Denn Mobbing und Cybermobbing ist ein hochprävalentes Phänomen, wie Sie gleich sehen werden. Vielleicht nochmal zur Unterscheidung zwischen traditionellem, wie man das nennt, Schulhofmobbing und dem Cybermobbing. Was ist da eigentlich der Unterschied? Also Cybermobbing wird deshalb auch als besonders schwerwiegend empfunden, aufgrund der potenziellen Anonymität. Das heißt, die Täter sind oftmals nicht zu ermitteln oder ihnen ist die Tat sehr schwer nachzuweisen. Und es gibt eine Vielzahl an technischen Hilfsmöglichkeiten, um tatsächlich sein Mobbing auch auf perfide Art entsprechend auszuführen. Die Unbegrenztheit des virtuellen Raums, das heißt, möglicherweise kann man zum Beispiel diffamierende Bilder weltweit verbreiten. Und sie sind natürlich dann auch zeitlich unbegrenzt und 24 Stunden, 7 Tage die Woche, also rund um die Uhr ansehbar, erreichbar. Mobbing hört also nicht auf. Sie sind eigentlich immer Opfer und sie wissen nicht, was im Hintergrund passiert.
Sie wissen alle, dass es sehr schwer ist, wenn Sie beispielsweise auf einem amerikanischen Server Inhalte eingestellt haben, diese hier von Deutschland aus löschen zu lassen. Schlichtweg unmöglich. Wir haben auch einen Mangel an Feedback oder an emotionalem Feedback. Das heißt, wir haben nicht mehr die Face-to-Face-Kommunikation und damit fällt es auch so schwer abzuschätzen, meine Message, wie kommt die überhaupt an? Was bedeutet das für die Person, die diese Nachricht empfangen hat? Das macht dann auch von der sogenannten Täterseite aus die Sache ein bisschen schwierig und wir stellen sehr häufig fest, dass einige Schüler andere malträtieren, obwohl sie das eigentlich gar nicht wollen, weil sie es schlichtweg gar nicht als etwas Negatives wahrgenommen haben. Und da fehlt einfach manchmal dieses emotionale Feedback, zu sehen, wie der andere darauf reagiert. Und natürlich haben wir einen Mangel an überwachenden Instanzen. Das heißt, Sanktionen sind sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Das macht die ganze Sache natürlich für jemanden, der das strategisch einsetzen möchte, sehr attraktiv. Wir haben selber Studien durchgeführt und in Deutschland sind etliche Studien durchgeführt worden zur Häufigkeit von Mobbing in Schulklassen. Unsere eigenen Studien an 2000 Schülern ist schon ein bisschen älter. Da kamen wir so auf 10-12% Täter und Opfer, die einmal oder mehrmals die Woche von Mobbing berichten. Wenn Sie jetzt fragen, wie häufig ist das überhaupt im letzten Schulhalbjahr passiert, haben Sie Zahlen 50-60%. Wir haben das deshalb ein bisschen eingegrenzt auf mindestens einmal oder mehrmals die Woche. 10-12% sind dann schon recht hohe Zahlen, wie ich finde. Denn das bedeutet, bezogen auf Deutschland, dass ca. 1 Million Schülerinnen und Schüler in Deutschland Woche für Woche in Mobbing verwickelt sind. Das sind also Wahnsinnszahlen, wenn man sich mal überlegt, was das bedeutet. Nicht jeder Schüler, nicht jede Schülerin, die Opfer von Mobbing wird, ist auch entsprechend negativ betroffen davon, das muss man sagen. Aber für viele hat es eklatante Folgen, wie Sie gleich noch sehen werden. Wenn wir weltweit schauen, haben wir eine mittlere Prävalenz von 34,5% und 36% bei den Opfern. Diese Zahlen unterscheiden sich aber sehr, weil Mobbing eben kein klar definierter Begriff ist, wo wir klare Kriterien haben. So haben wir eine Vielfalt an unterschiedlichen Erhebungsinstrumenten, Erfassungszeiträumen und darum auch eine große Variabilität in den Zahlen. Zum Cybermobbing gibt es natürlich auch schon erste Studien. International haben wir durchschnittliche Opferraten von 24% und Täterraten 16-18%. In unseren eigenen Studien konnten wir so feststellen, dass ca. 17% der Schüler an Cybermobbing als Täter oder als Opfer beteiligt sind. Auch hier beim Cybermobbing noch viel mehr als beim traditionellen Schulhofmobbing. Wir haben eine wahnsinnige methodische Heterogenität in der Definition und Erfassung. Also Sie werden auch Studien finden, die sagen, 90% der Schüler sind von Cybermobbing betroffen. Und Sie finden Studien, die sagen, 2% sind betroffen, je nachdem, wie Sie es definieren. Ja? Kommen wir zu den Folgen. Wie eben eingangs schon gesagt, gibt es so bestimmte Mythen ums Mobbing herum. Alles halb so schlimm. Zum Beispiel Mobbing macht stark. Da lernen doch Schüler, sich auch durchzusetzen, habe ich mal gehört von jemandem, der das sagte. Oder Worte können doch nicht verletzen. Mein Gott, stell dich nicht so an. Sei keine Mimose, bekommt man dann gesagt. Mit Erwachsenen darüber reden heißt petzen, weshalb sehr häufig Mobbing unter Schülern sozusagen diskret bleibt und Lehrkräfte gar nichts davon mitbekommen. Oder Mobbing festigt sogar den Charakter, ist also eine Notwendigkeit zur Persönlichkeitsbildung. Fragen Sie mal Opfer von Mobbing, ob die diesen Aussagen zustimmen werden und Sie werden grundsätzlich hören, nein, das ist absolut Blödsinn. Denn die Folgen für Betroffene, und ich benutze jetzt extra den Begriff Betroffene und nicht mehr Opfer, da allein dieser Begriff schon problematisch ist, wie Sie sich vorstellen können, die Folgen sind eklatant. Das ist eine Zusammenfassung einer Vielzahl von Studien, die sich mit Folgen für Betroffene beschäftigt haben. Sie haben Gefühle der Unkontrollierbarkeit, Hilflosigkeitsempfinden, Selbstmitleid, Selbstbeschuldigung, Isolation und Einsamkeitsgefühle, eine Angstsymptomatik, Traurigkeit, Depression bis hin zum sogenannten Bully-Side, also den Versuch, sich infolge von Bullying, das ist der englische Begriff für Mobbing, das Leben zu nehmen, Beziehungsprobleme, psychosomatische Beschwerden, posttraumatische Belastungsreaktionen bzw. posttraumatische Belastungssymptome, gestörtes Essverhalten, ein Leistungsabfall in der Schule und Schulvermeidung, auch Unfälle und Knochenbrüche. Wir haben intensiv mit der Unfallkasse in Deutschland zusammengearbeitet, die Schulunfälle versichern. Das heißt, wenn Schüler einen Schulunfall haben, sich das Bein brechen, bezahlt das die Unfallkasse. Bei genauerem Blick in die Akten stellen wir fest, dass sehr viele Schulunfälle einen Mobbing-Hintergrund haben und eine Mobbing-Problematik zugrunde liegt.
Einige Schüler bringen Waffen zum Schutz mit in die Schule. Sie haben psychotische Symptome in Längsschnittstudien und auch selbstverletzendes Verhalten. Also Sie merken ein ganzes Konglomerat an Symptomen, die nicht nur Folge von Mobbing sind, sondern teilweise mit Mobbing einhergehen oder vielleicht auch Ursache dafür sind, dass Schüler andere Schüler mobben. Lange dachte man, klar, bei den Opfern, bei den Betroffenen gibt es Folgen, aber für die Täter hat es doch nur positive Seiten. Das stimmt so nicht, denn auch hierzu gibt es Längsschnittstudien, die sich mit den Folgen für die Mobbenden, also für diejenigen, die andere mobben, auseinandergesetzt haben. Wir stellen fest, auch diese haben überzufällig häufig Beziehungsprobleme, Suizidgedanken und Versuche, zeigen generell ein aggressiv dissoziales Verhalten, Delinquenz, wenig prosoziales Verhalten. Sogenanntes Dating Violence, also wenn Sie sich mit einem Mädchen oder mit einem Jungen verabreden, kommt es häufig zu gewalttätigen Übergriffen und zu erzwungenen Liebesdiensten. Sie zeigen generell häufiger riskante Verhaltensweisen, unterdurchschnittliche Schulleistung, eine geringe Bindung an die Schule. Und es gibt inzwischen auch Längsschnittstudien, die Täter von Mobbing über 20, 30 Jahre weiterverfolgen. Hier kam beispielsweise im Erwachsenenalter ein höheres Risiko für Kriminalität, problematische Lebensverläufe mit Arbeitslosigkeit, dissozialem Verhalten bis hin zur antisozialen Persönlichkeitsstörung heraus und auch erhöht sind Suchterkrankungen. Also auch hier merkt man, dass Täter durchaus eine Gruppe sind, mit denen man dringend arbeiten muss, weil sonst langfristig sich sehr negative Dinge ergeben können. Zum Cybermobbing spezifisch gibt es auch inzwischen einige Studien, das deckt sich aber sehr, da müssen wir jetzt im Einzelnen nicht drauf eingehen. Ich brauche es Ihnen nicht sagen, aber ich füge es einfach der Vollständigkeit halber an. Es gibt große Überlappungen zwischen dem traditionellen Mobbing und dem Cybermobbing. In unseren eigenen Studien finden wir immer eine ganz kleine Gruppe an Schülern, die nur im Cyberspace andere mobbt oder gemobbt werden. Die meisten zeigen Überlappungen, gerade wenn sie im Längsschnitt über 3-4 Jahre gucken, wechselt das hin und her. Und es gibt auch Schüler, die werden auf dem Schulhof Opfer von Mobbing und gehen dann ins Internet und rächen sich heimlich für sich oder für andere, werden also zu Cybermobbing-Tätern. Wir haben also einen stetigen Wechsel von der einen Gruppe zur anderen Gruppe im Längsschnitt. Und natürlich Schüler, die häufiger Opfer von Cybermobbing wurden oder kombiniert im Cyberspace und in der Schule zu Mobbing-Opfern wurden, berichten auch eine höhere sozial-emotionale Belastung als Schüler, die eben nur gelegentlich oder nur in einem Bereich betroffen waren. Es gibt eine ganze Reihe an Studien, die sich damit beschäftigen, warum kommt es überhaupt dazu, dass so etwas wie Mobbing entstehen kann. Und während anfänglich Studien sich sehr auf die Täter und auf die Opfer fokussiert haben, um Eigenschaften herauszuarbeiten, dass jemand zum Täter wird oder zum Opfer, sagt die neuere Forschung doch, dass wir uns auch stärker mit der Gruppe beschäftigen müssen, wie Sie gleich sehen werden. Zum einen allgemein beim Mobbing, das kennen Sie auch aus anderen Studien, haben wir sehr häufig die Situation, dass einfach nicht eingegriffen wird, weil man das nicht als Notsituation wahrnimmt. Sie kennen das vielleicht noch aus Ihrer eigenen Erfahrung in der Schule. Da wird jemand gehänselt und alle stehen drumherum und lachen. Und eigentlich ist das ein Signal, irgendwie passiert hier was Lustiges. Das findet das Opfer vielleicht, nicht aber alle anderen. Und deshalb wird es nicht als Notfallsituation wahrgenommen und es wird einfach nicht eingegriffen. Sie haben den sogenannten Bystander-Effekt. Je mehr Personen, desto weniger Eingriffsverhalten. Auch das können Sie beim Mobbing beobachten. Übrigens nicht nur beim Mobbing in der Schule, auf dem Schulhof, sondern auch im Internet. Auch da gibt es Studien, die in Internetforen beispielsweise das Eingriffsverhalten untersucht haben und da ähnliche Mechanismen finden. Sie haben mangelnde sozial-emotionale Kompetenzen. Das heißt, hier gibt es Schüler, die haben nicht so das Vermögen, Emotionen bei anderen oder bei sich richtig wahrzunehmen und einzuordnen. Und sie wissen nicht soziale Kompetenz, wie sie auf adäquate Art und Weise sich in sozialen Interaktionen verhalten sollen. Ich möchte mein persönliches Ziel erreichen. Wie mache ich das, dass der andere das tut, ohne dass ich ihn zwinge oder verletze? Dafür brauche ich soziale Kompetenzen. Ein Mangel führt dazu, dass ich beispielsweise über weniger Empathie verfüge und gar nicht nachvollziehen kann, wie es jemandem geht, der Opfer von Mobbing ist. Und wir haben mangelhaft entwickelte soziale Normen, die Basis für prosoziales Verhalten sind. Das heißt, in bestimmten Gruppen gibt es einfach gewisse soziale Normen, die besagen, das ist vollkommen in Ordnung, wenn du andere mobbst. Oder es wird einfach nicht eingegriffen, weshalb sich das als Norm entsprechend herausbildet. Bei den
sogenannten Mobbenden, also Jugendlichen oder Kindern, die andere mobben, finden wir auch bestimmte Risikobedingungen überzufällig häufig. Diese sind meist bei Gleichaltrigen sehr beliebt und das macht es so schwierig. Sie werden sehen bei den Faktoren, die ich jetzt noch nenne, dass sehr viele Täter eigentlich den Eindruck haben, hey, ich bin hier King of the Road, was wollt ihr eigentlich? Warum soll ich mein Verhalten verändern? Ich erreiche doch, was ich erreichen will. Die anderen finden mich doch gut. Ja? Sie haben eine gering ausgeprägte Empathie, eine positive Einstellung zu Gewalt. Sie interpretieren aber Situationen oft auch als feindselig. Und hier sind jetzt schon zwei Hinweise, wie Sie gleich sehen werden, die auf den familiären Kontext hinweisen. Aber es zeigen sich auch inzwischen in Studien neuropsychologische Auffälligkeiten, Auffälligkeiten in Exekutivfunktionen und so weiter und so weiter. Also hier gibt es sehr viele Studien, die auf das Individuum der Täter bezogen bestimmte Risikofaktoren finden. Und an dieser Stelle sei nochmal erwähnt, nicht alle Täter sind also dumpfe Soziopathen, die einen Mangel an sozialen Kompetenzen aufweisen, wo man also mit einem sozialen Fertigkeitentraining dafür sorgen kann, dass diese ihr Verhalten einstellen. Denn es gibt auch in Studien von Sutton, Smith und Swettenham beispielsweise erstmalig belegt, durchaus Täter, die strategisch Mobbing einsetzen, um ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Das Ganze erinnert so ein bisschen an Niccolò Machiavelli, vielleicht kennen Sie den. Man spricht von machiavellianischer Intelligenz, wenn Sie strategisch Allianzen eingehen, Versprechungen machen und brechen, Regeln aufstellen und brechen, selektiv lügen, beschuldigen, Gewalt androhen oder Gewalt ausüben, um Ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Machiavelli hat ein Buch geschrieben, Der Fürst, da ist das beschrieben und es erinnert mich an einige Politiker, muss ich ehrlich sagen, wenn ich das lese, aber Sie finden das auch in anderen sozialen Beziehungen. Und interessanterweise ist es so, dass diese Personen oftmals über eine sehr hohe soziale Intelligenz verfügen. Das heißt, sie sind in der Lage, sehr schnell zu begreifen, was muss ich eigentlich machen, um meine Ziele zu erreichen in meinen sozialen Kontexten. Und das kann man natürlich auch missbrauchen und andere dabei schädigen. Hier ist wichtig für den Therapiekontext, dass man mit solchen Schülern anders arbeiten muss, als mit Schülern, die ein Empathiedefizit haben oder einen Mangel an sozialen Kompetenzen. Das ist ein Unterschied. Bei den Betroffenen ist es so, dass wir herausgefunden haben, dass diese oftmals weniger sozial und emotional angepasst sind. Das heißt, die gehen in neue soziale Situationen und wissen nicht so recht, was man jetzt so machen muss, um zum Beispiel Freunde zu gewinnen, jemanden anzusprechen. Die verhalten sich sozial ungeschickt und das macht sie dann schon relativ schnell visibel für diejenigen, die sie dann mobben. Sie weisen geringe Problemlösefertigkeiten auf, haben generell wenig Freunde. Einige von ihnen nehmen die Opferrolle an, sind sehr verschlossen. Sie haben einen geringen Selbstwert, wenig Kontakte zu Gleichaltrigen, werden von den meisten nicht als sehr populär eingestuft, also wenig gemocht. Und sie zeigen manchmal eben auch äußerliche Merkmale, also Anzeichen von Schwäche. Das ist aber kein Muss. Es gibt also durchaus auch Schüler, die Opfer von Mobbing werden, die äußerlich betrachtet vollkommen normal sind. Aber in meiner Schulzeit war es so, wenn man nicht drei Streifen auf den Turnschuhen hatte, sondern vier oder zwei, war das schon ein äußerliches Merkmal, was dazu führen konnte, dass man sozial ausgeschlossen wurde. Man mag es kaum glauben, aber so ist es. Beim Cybermobbing sind eigentlich die Risikofaktoren ähnlich und dies muss ich Ihnen jetzt nicht nochmal im Einzelnen sagen. Wichtig ist vielleicht hier noch zusätzlich, dass beim Cybermobbing auch eine riskante Mediennutzung einen besonderen Faktor darstellt. Es ist klar, wenn ich häufig und intensiv neue Medien nutze, ist mein Risiko erstmal sowieso per se höher, auch Opfer von Cybermobbing zu werden. Das ist so, wenn ich auf die Straße gehe, ist das Risiko höher, überfahren zu werden, ist klar. Aber es gibt natürlich auch Schüler, die dann Medien sehr riskant nutzen. Die halten sich nicht, weil sie es nicht besser wissen oder weil man es ihnen nicht gesagt hat, nicht an die Nutzungsregeln, die haben keine Sicherungssoftware, die geben sehr viel von sich preis auf Facebook oder anderen sozialen Netzwerkmedien. Und diese riskante Mediennutzung erhöht natürlich das Risiko, dann auch Opfer von Cybermobbing zu werden. Es gibt aber auch Bedingungen im Schulumfeld. Das heißt, wir haben immer ein bestimmtes Schulklima, eine schulspezifische Atmosphäre, die mit höherer Wahrscheinlichkeit dazu führt, dass es Mobbing geben wird. Und ebenso gibt es ein bestimmtes Klassenklima, was dazu führt, dass es eben eher Mobbing in der Schulklasse gibt oder nicht. Das heißt, wir müssen auch im Schulbetrieb selber ansetzen, und zwar nicht nur beim traditionellen Schulhofmobbing,
sondern auch beim Cybermobbing, da wir sehr häufig wissen, dass Opfer und Täter beim Cybermobbing sich sehr häufig in fast allen Fällen kennen. Es kommt auch mal vor, dass es Unbekannte sind, aber in den meisten Fällen sind das Schüler, Schülerinnen, die sich kennen, aus der Parallelklasse oder aus der eigenen Schulklasse beispielsweise. Es ist oftmals so, dass vielleicht die Lehrkräfte nicht entsprechend auf Mobbing reagieren. Es gibt einen Mangel an expliziten Verhaltensregeln und. All das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Mobbingvorfällen an einer Schule kommen kann. Ein Punkt ist mir sehr wichtig, auf den möchte ich jetzt nochmal hinweisen bei den Entstehungsbedingungen, nämlich auf die Gruppendynamik. Wir haben uns ja sehr momentan getrennt Täter und Opfer angeschaut. Wir wissen aber aus der Forschung, dass in 2/3 aller Mobbingvorfälle mehrere Gleichaltrige beteiligt sind. Das heißt, es gibt nicht nur Täter und Opfer. Und Mobbing findet eben meistens im Rahmen relativ stabiler Gruppen wie Schulklassen oder Schulen statt. Und es gibt einen Ansatz von Christina Sami-Walli, der Participant-Role-Ansatz oder der Ansatz sozialer Rollen, den sie erstmalig 1996 untersucht hat. Demzufolge ist es eben nicht so, dass wir nur Täter und Opfer haben, sondern wir haben weitere Rollenzugehörigkeiten. Wir können also Schüler identifizieren, die auf dem Schulhof und übrigens auch im Internet Rollen einnehmen, zum Beispiel die sogenannten Verstärker oder Assistenten. Wie das Bild schon sagt, die Assistenten, das sind oftmals Schüler, die dem Täter oder der Täterin helfen, das Opfer festhalten und so dem Täter helfen, eben andere zu mobben. Bei den Verstärkern ist es so, das sind diejenigen, die stehen da, die grinsen, die applaudieren, die schreien, hau ihm eine rein, die signalisieren also dem Täter, das, was ich hier mache, ist wohl okay. Ja. Es gibt dann noch die Gruppe der sogenannten Outsider, und das sind keine Außenstehenden, sondern oder Außenseiter, sondern das sind Außenstehende, die von sich behaupten, ich habe damit nichts zu tun. Die wissen sehr gut, was passiert in der Gruppe, aber die mischen sich einfach nicht ein. Und es gibt die Gruppe der potenziellen Verteidiger. Das sind Schüler, die eigentlich eine gewisse Stärke haben, eine soziale Reputation, die gemocht werden in der Schulklasse und die eingreifen könnten, das Potenzial haben, aber es oftmals nicht tun. Die sind natürlich auch für Präventionsprogramme besonders interessant, wie ich finde. In verschiedenen Studien wurden diese Rollenzugehörigkeiten untersucht, in Deutschland, in Norwegen, in Finnland, in den USA. Man findet immer so ungefähr gleiche Rollenverteilung und die Zahlen, wenn Sie sie zusammenrechnen, gehen nicht auf 100 auf, weil einige Schüler nicht eindeutig einer Rolle zuzuordnen sind. Aber sie finden eigentlich immer diese Rollenverteilung. Und das ist natürlich wichtig, wenn wir an Prävention denken oder auch an Intervention, weil das ein Unterschied ist, wenn ich mit Schülern arbeite, in welcher Rolle sie sich sozusagen befinden. Das Ganze haben wir auf Cybermobbing auch bezogen. Das müsste ich im Einzelnen jetzt nicht erläutern, weil es ein bisschen komplexer ist. Aber wir finden eben auch, dass auch im Cyberspace ähnliche Rollen sich finden lassen. Es gibt dort also nicht nur Täter und Opfer, sondern es gibt auch Unterstützer oder solche, die Beistand leisten könnten, wenn es zu Übergriffen im Cyberspace kommt. Inzwischen sind auch in verschiedenen Studien familiäre Bedingungen untersucht worden, die nicht ganz unwichtig sind, wie Sie gleich bei den Interventionsansätzen noch sehen werden. Wenn wir uns die Mobbenden anschauen, also diejenigen, die andere mobben, haben wir bestimmtes Erziehungsverhalten, was gehäuft auftritt, autoritär, wenig Unterstützung, bestrafend bis hin zu feindselig, mit wenig emotionaler Wärme. Das heißt, die Schüler machen zu Hause eine Erfahrung, die sie unter Umständen dann im Schulkontext in ihrer Gruppe einfach spiegeln und wiedergeben. Ein Vorherrschen familiärer Gewalt, ein geringer familiärer Zusammenhalt, negative Rollenvorbilder, zum Beispiel bei Konflikten, da ist es dann so, dass der Vater mächtig auftritt, Gewalt ausübt, rumschreit und nicht Konflikte entsprechend adäquat gelöst werden. Ein alleinerziehendes Elternteil bzw. ein Elternteil, das abwesend ist, das soll nicht bedeuten, dass Alleinerziehende automatisch Mobbende großziehen, sondern dass oftmals dadurch, dass zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter oder ein alleinerziehender Vater Doppelbelastung hat, er einfach auch nicht mehr so gut oder sie darauf achten kann, was das Kind in der Freizeit macht und wie es sich in anderen Kontexten verhält. Fehlendes Monitoring ist ein Hauptpunkt. Und interessant ist, auch hier gibt es Studien, die über 30, 40 Jahre gehen, Mobbende haben später mit höherer Wahrscheinlichkeit ebenfalls Kinder, die als Mobbende auffallen. Das spricht jetzt nicht unbedingt für eine genetische Transmission, sondern einfach dafür, dass auch in ähnlichen familiären Kontexten ein Verhalten durchaus von Generation zu Generation weitergegeben werden kann. Bei den Betroffenen finden wir häufiger einen restriktiven und überbehütenden elterlichen Erziehungsstil,
zu wenig echte Unterstützung. Das heißt, die Eltern nehmen dem Kind alles außer Hand, aber beachten gar nicht, dass das Kind vielleicht ganz spezifische Fragen und Bedürfnisse hat. Und darauf gehen sie aus der Sicht des Kindes einfach nicht genügend ein. Einmischung in kindliche Angelegenheiten. Die Eltern werden beschrieben in einigen Studien als distanziert, negativ und kalt, emotional distanziert. Es gibt auch einige Studien, die konnten überzufällig häufig körperliche Misshandlung durch die Eltern und Feindseligkeit ermitteln. Wenn wir das zusammenfassen und mal auf den Kontext Schule beziehen, stellen wir fest, dass es eben eine Art Mobbingkreislauf gibt, der von Dan Olweus erstmalig beschrieben wurde. Wenn Mobbing auftritt, zum Beispiel kommen neue Schulklassen zusammen. Zu Beginn des Schuljahres kommen neue Schulklassen zusammen und es kommt zu einem Mobbingvorfall. Passiert häufig Folgendes: Die Opfer sind ängstlich und verunsichert und wissen gar nicht, was ist hier jetzt passiert. Warum bin ich jetzt Opfer? Was ist hier los? Die Mitschüler sind ängstlich und fasziniert und beobachten das, aber greifen nicht unbedingt ein. Die Eltern erfahren oftmals nichts. Ich bin sehr beeindruckt von der Schilderung einer Kollegin von mir aus Australien, die einen Vortrag gehalten hat auf einem Kongress, wo sie von einem Einzelfall berichtet hat, einem jungen Mädchen, die über 2 Jahre Opfer von Mobbing war und dann versucht hat, sich das Leben zu nehmen und wo die Mutter gerade noch rechtzeitig ins Zimmer kam, um das zu verhindern. Es war ihre eigene Tochter. Und das ist ihr als Mobbing-Expertin passiert, was mich sehr bewegt hat und deutlich gemacht hat, dass viele Kinder in diesem Alter so beschämt sind, Opfer zu sein, dass sie alles versuchen, um das bloß nicht zu Hause oder sonst irgendwo durchblicken zu lassen. Ganz perfide und gemein. Die Lehrer sind manchmal unentschlossen, uneinig und deshalb hilflos, weil es nicht an jeder Schule klare Konzepte gibt, wie wird mit Mobbing umgegangen. Und es auch nicht zur grundständigen Ausbildung von Lehrkräften gehört, wie mit Mobbing umgegangen wird, gibt es oftmals einfach keine guten Ansätze an Schulen. Das führt dann dazu, dass die Opfer immer passiver werden, sich weiter zurückziehen, die Mitschüler immer mehr zu Voyeuren, Mitläufern werden und passiver werden. Die Lehrer zeigen inkonsistentes Handeln oder kein Handeln. Die Eltern können ja nicht reagieren. Und das führt einfach dazu, dass dieses Verhaltensmuster sich verstärkt. Die Täter bekommen die Botschaft, das ist in Ordnung, andere zu mobben. Und die Täter kommen dann manchmal eben auch aus Familien, wo sie selber solche Erfahrungen gemacht haben oder wo sie das als normal erleben, dass man mit Gewalt und mit Macht das bekommt, was man haben möchte. Daraus entwickelt sich dann dieser Kreislauf, es kommt zu mehr Mobbing und. Und es macht deutlich, dass wir, wenn wir an Interventionen denken, eben nicht nur das Mobbing in den Fokus setzen müssen, sondern auch die Lehrkräfte, die Opfer, die Mitschüler, die Familien mit einbeziehen müssen, um wirklich erfolgreich Intervention und Prävention zu betreiben. Intervention. Ich habe vor kurzem, haben wir eine Meta-Analyse abgeschlossen, die wir voller Stolz begonnen haben, weil wir dachten, jetzt machen wir mal die erste Meta-Analyse zu Intervention, therapeutischen Ansätzen beim Mobbing. Es wurde nur ein systematisches Review in einer deutschen Zeitschrift raus, weil es einfach kaum, wirklich kaum gut wissenschaftlich belegte Interventionsansätze gibt. Und das, obwohl es ein so hochprävalentes Problem ist und es sehr häufig, wie ich mir habe sagen lassen, habe, auch eine Rolle spielt bei niedergelassenen Verhaltenstherapeuten in Kliniken und. Es kommt immer wieder vor, dass man hört Mobbing. Aber es gibt einfach relativ wenig. Aber das, was ich gefunden habe, berichte ich Ihnen natürlich. Zunächst gibt es natürlich diese berühmt-berüchtigten Checklisten, die ich immer ein bisschen schwierig finde, weil Eltern müssen eigentlich sehr feinfühlig auf Signale achten. Auch Lehrkräfte müssen sehr feinfühlig auf Signale achten, um überhaupt aufmerksam zu werden, ob ein Schüler möglicherweise Täter oder Opfer von Mobbing ist. Diese Checklisten sind deshalb so bedingt hilfreich, weil es ja auch nicht dazu führen soll, dass Lehrkräfte jetzt sozusagen ihre Schülerschaft mal durchchecken, wer ist vielleicht Täter oder Opfer. Davor sollte man bewahren. Aber es gibt Hinweise natürlich. Das heißt, man sollte natürlich im Schulkontext Lehrkräfte darin erstmal schulen, auch auf die Schüler besser zu achten, vielleicht krisenhafte Entwicklungsverläufe rechtzeitig wahrzunehmen. Ein Schüler, der immer sehr lebhaft war, fröhlich, kommt plötzlich in die Schule, ist sehr ruhig, distanziert, blass, lacht nicht mehr. Wenn ich dann weiß, dass zu Hause alles in Ordnung ist, sollte ich mir überlegen, woran kann das liegen, was ist da passiert. Ein Schüler, der häufiger Schrammen und blaue Flecken hat, der ohne Schulgeld in die Schule kommt, der im Winter ohne Jacke vor mir sitzt, das sind so Hinweise, wo ich dann mal gucken muss, woran liegt es. Ja? Und genauso gibt es natürlich Hinweise für Jugendliche, die vielleicht andere mobben.
Es gibt auch für Schulen inzwischen gut etablierte Interventionsansätze. Unter uns an sehr wenigen Schulen gibt es richtig gut von vornherein im Schulprogramm niedergeschrieben Interventionsansätze. Wie gehen wir im Kollegium an dieser Schule mit Intervention um? Auch wenn das teilweise gesetzlich gefordert ist, ist das Handeln relativ unterschiedlich. Aber es gibt Ansätze, wenn man Mobbingvorfälle in der Schule hat, gibt es zum Beispiel unmittelbare Disziplinarmaßnahmen inklusive Anti-Mobbing-Regeln, die es an vielen Schulen gibt. Ob die jetzt so sinnvoll sind und auch nachhaltig, sei mal dahingesagt, aber sie gibt es auf jeden Fall. Es gibt Ansätze, die versuchen, die Opfer zu stärken im Sinne einer Selbstbehauptung. Das ist durchaus schon etwas, was Sinn machen kann, wenn ich über die diagnostischen Kompetenzen verfüge, auch zu erkennen, ob ein Opfer eben vielleicht hier eine Selbstwertproblematik hat. Es gibt Ansätze der Mediation. Das ist aber ein Problem, weil Mediation setzt ja voraus, dass ich zwei Konfliktparteien habe und Mobbing ist kein Konflikt. Mobbing ist Gewalt. Und hier kann man auch nicht drüber reden, ja, das bisschen Mobbing ist ja okay, sondern Mobbing ist überhaupt nicht okay. Und darüber braucht man auch gar nicht Mediationsansatz laufen. Das heißt, Mediation ist gut, wenn man Konflikte hat, aber nicht bei Mobbing. Es gibt Wiedergutmachungsansätze und Stärkung der Beziehung zwischen Täter und Opfer. Auch hier gilt, dass ich sehr gut verstehen muss, wie ist diese Person, diese Beziehung, weil ich ansonsten Opfer in eine sehr unangenehme Situation bringe, wenn ich sie mit dem Täter sozusagen in eine Situation bringe. Also es bedarf sehr großen Feingefühls. Und es gibt gewisse Support Group Methods, zum Beispiel den No Blame Approach oder Shared Concern, wo es also nicht darum geht, die Täter zu beschuldigen und zu tadeln, sondern Empathie zu stärken und die Beziehung zu stärken. Das macht insbesondere dann Sinn, das stellen wir ja auch fest, dass das durchaus passieren kann, wenn Schüler gar nicht merken, dass sie andere malträtieren, weil einfach in der Schulklasse es sich so entwickelt hat, dass man gewisse Verhaltensweisen für normal erachtet. Das kommt vor. Wir haben das selber in unserem Programm erlebt, dass Schüler aufstehen und sagen, also ich muss mich jetzt, glaube ich, immer von meiner Schulklasse entschuldigen, weil ich habe das immer gemacht, ich wusste nicht, dass das Mobbing ist, mir tut das total leid. Und das war authentisch, das war also nicht einfach so in den Raum gesagt. Sowas kommt vor, da machen solche Maßnahmen wirklich Sinn. Ansonsten ist es so, es gibt kaum gut evaluierte Interventionsansätze, auch für so ein Schulkollegium. Inzwischen in Deutschland ein, zwei, die sich auch auf Cybermobbing spezialisieren, aber es gibt relativ wenig gut evaluierte Ansätze. In der Klinik beispielsweise ist es so, dass die Vorstellungsgründe eben oftmals nicht Mobbing als Täter oder Opfer sind, sondern Jugendliche und Kinder kommen zu ihnen und bekommen eine Diagnose Störung des Sozialverhaltens. Ein Störungskriterium ist auch Mobbing beispielsweise oder eine Störung mit oppositionellem Trotzverhalten oder ADHS. Und bei den Opfern finden wir häufig Depression, Suizidversuch, Angststörung, Schulphobie, posttraumatische Belastungsstörung oder akute Belastungsreaktionen. Leider wird oft vergessen, dass da noch mal ein bisschen genauer geschaut wird, ist das jetzt vielleicht alles Folge eines anhaltenden Mobbings, weil man dann vielleicht auch noch mal therapeutisch anders arbeiten müsste. In der Regel findet eine Behandlung dieser Störung statt, aber nicht unbedingt der Mobbing-Problematik. Ja? Das heißt, bei den Betroffenen wird schon darauf geachtet, dass zukünftig Viktimisierung verhindert werden. Es gibt Selbstbehauptungstrainings, soziale Kompetenztrainings und eine Stärkung der Coping-Fertigkeiten. Und bei den Mobbenden Empathietrainings, Elterneinbindung und kognitive Umstrukturierung, was ich so gefunden habe. Aber das sind nicht unbedingt Maßnahmen, die dann wirklich im Schulkontext dazu führen, dass diese Betroffenen nicht mehr Opfer werden oder andere nicht mehr mobben. Sondern es hilft hier auf der Ebene ganz gut. Das heißt, wir brauchen also therapeutische Ansätze, die verstärkt auch eine Mobbing-Problematik mit einbeziehen. In unserer Meta-Analyse sozusagen haben wir auch wirksame psychotherapeutische Ansätze gefunden, speziell für Mobbing. Das waren gerade Ansätze, die die Familie in den Mittelpunkt rücken. Also die lösungsorientierte Kurzzeittherapie zum Beispiel, die nicht auf Ursachen fokussiert, sondern sich auf Lösungen konzentriert. Oder die Brief Strategic Family Therapy, die eben dysfunktionale Konfliktlösungsstile innerhalb der Familie bearbeitet. Und beide Ansätze haben sich als hochgradig wirksam erwiesen, um bei den Schülern, die andere mobben, Verbesserungen zu erzielen. Das heißt, diese Schüler stellen ihr Mobbing ein. Ja. Es gibt auch nicht wirksame Ansätze, die aber nichtdestotrotz sehr häufig eingesetzt werden bei Mobbing, aber von denen man dringend abraten muss, weil sie sogar Negativ-Effekte erzielen.
Das ist zum Beispiel die Gruppentherapie mit Tätern. Also wenn Sie ganz viele Täter in eine Gruppensituation bringen, ist das schwierig. Das weiß man schon seit den 30er Jahren. Ich habe Mrs. McCord, eine uralte Dame, als ich sie schon gesehen habe, 1998 war es, glaube ich, kennengelernt, die ein erstes Training in den 30er Jahren in den USA mit delinquenten Jugendlichen gemacht hat, mit dem Resultat, dass es hinterher mehr Delinquenz gab als vorher. Also es macht keinen Sinn, hier Täter in eine Gruppentherapiesituation zu bringen. Vielleicht später, aber anfangs auf gar keinen Fall. Rein edukative Ansätze, das machen wir gerne in Deutschland. Wir klären auf mit einem Faltblatt, das ist Mobbing und das ist doof, lass es. Das war's. Anger Management mit Tätern führt bezogen auf Mobbing zu keinen Effekten. Es ist also, Mobbing ist nicht ein Problem eines einer Dysfunktion in der Emotionsregulation. Ja? Streitschlichterprogramme, die werden sehr gerne genommen, auch im Schulkontext, weil man denkt, das ist doch gut, wenn die Schüler miteinander einen Weg finden, ihren Streit zu schlichten. Es hat aber mit Mobbing nichts zu tun, weil wir diese Imbalance haben zwischen Tätern und Opfern und. Das heißt, solche Ansätze sollte man, wenn man wirklich vorhat, etwas gegen Mobbing zu tun, bitte nicht umsetzen. Das heißt nicht, dass Streitschlichterprogramme nicht gut sind oder Anger Management ist eine tolle Methode für das richtige Problem. Und ich finde, jede Schule sollte ein Streitschlichterprogramm haben, aber nicht als Anti-Mobbing-Programm, bitte. Ich habe Ihnen jetzt noch zwei Programme mitgebracht, die ich Ihnen vorstellen möchte. Ein bisschen Zeit habe ich, glaube ich, noch, oder? Ja? Die wir entwickelt haben in Berlin. Das eine ist das Fair-Player-Manual und das andere Programm heißt Medienhelden. Das eine fokussiert eher auf das traditionelle Schulhofmobbing und auf die Förderung sozialer Kompetenzen. Und Medienhelden ist ein Programm, was sich gerade auf Cyberbullying fokussiert und auch Internetnutzungskompetenzen fördert. Vielleicht mal vorweg die Frage, wer von Ihnen ist denn Lehrkraft oder Schulsozialarbeiterin oder Sozialarbeiter? Wer von Ihnen arbeitet also in einer Schule? Ein paar sind da, das ist super. Sie sind nämlich sozusagen die Hauptzielgruppe dieser Programme, weil wir in Deutschland, aber auch darüber hinaus, wir sind inzwischen in Südamerika, in Belgien, in Österreich, diese Programme in die Fläche bringen und Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter fortbilden, diese Programme umzusetzen in der Schule. Vielleicht ist das ja auch etwas für Sie. Bevor ich aber anfange, noch mal vorweg, wir haben ein ganz klares Forschungs- und Programmdefizit, das heißt, wenn ich mir Wirksamkeitsstudien anschaue zu Anti-Mobbing-Programmen, stelle ich fest, dass diese oftmals nur kleine positive Effekte haben, die oftmals ohne praktische Signifikanz sind und die oftmals keine Auswirkungen im konkreten Verhalten haben, nämlich im Mobbing-Verhalten. Wir haben halt hinterher ein besseres Schulklima, wir haben mehr Wohlfühleffekt, aber wir haben nicht unbedingt einen Rückgang im Mobbing und das ist ein Problem. Das heißt, viele Anti-Mobbing-Programme haben überhaupt nicht die Effektivität. Woran liegt das? Eine Erklärung können Sie hier finden, das ist eine Expertise, die wir erstellt haben, Gelingensbedingungen für die Prävention von interpersonaler Gewalt im Kindes- und Jugendalter. Und wir haben herausgearbeitet, wann sind eigentlich Programme wirklich sinnvoll, effektiv, wirksam. Das heißt, wann gelingen sie in der konkreten praktischen Umsetzung. Ich kann Ihnen nicht alle Faktoren begründen, aber das hier, wenn Sie das interessiert, können Sie kostenlos als PDF auf der Seite des Deutschen Forums für Kriminalprävention auch downloaden. Oder sich als Druckstück bestellen. Wichtig sind die Punkte, die ich hier umrandet habe. Wir haben festgestellt, dass die Programme besonders wirksam sind gegen Gewalt inklusive Mobbing an Schulen, die von trainierten Anleiterinnen durchgeführt wurden, lang anhaltend waren, mindestens 9 Monate, bei denen eine Wertlegung auf Beziehungspflege und Implementationsbereitschaft gelegt wurde. Das heißt, mit den Lehrkräften wurde auch daran gearbeitet, dass sie überhaupt einen Nutzen, eine Motivation hatten, einen Nutzen darin gesehen haben, ein solches Programm umzusetzen. Eine hohe Implementationsqualität. Es wurde also darauf geachtet, dass das Programm so umgesetzt wurde, wie es gedacht war. Und wir haben iatrogene Effekte beachtet. Wir wissen beispielsweise, dass, wie ich Ihnen vorhin gezeigt habe, bei gewissen Tätern soziale Kompetenztrainings nicht dazu führen, dass sie weniger mobben, sondern sie mobben nur sozial geschickter, weil sie jetzt gelernt haben, wie sie noch besser und noch perfider vielleicht das Ganze machen können. Das ist ein iatrogener Effekt. Ich erzeuge also mehr von dem, was ich eigentlich vorbeugen wollte. Und das macht schon deutlich, wenn Sie sich diese Punkte anschauen, dass viele Programme, die in Deutschland zumindest, aber auch darüber hinaus durchgeführt werden, dem überhaupt nicht entsprechen. In Deutschland ist es sehr en vogue, ein Faltblatt zu machen, einen Aktionstag zu machen gegen Mobbing. Und dann meint man, damit ist es getan. Damit ändern Sie leider nichts.
Das ist nicht schlecht, das zu tun, aber sie haben keine Nachhaltigkeit. Wie gesagt, hier 9 Monate. Das Zweite ist, wir haben gewisse gemeinsame Prinzipien in dem Programm, wenn wir mit Jugendlichen arbeiten. Also beide Programme, Fair Player und Medienhelden, folgt eigentlich einem Menschenbild, was ein lieber Kollege von mir, Wolfgang Edelstein, ein Urgestein der Demokratiepädagogik schon im betagten Alter, geht auf die 90 zu, und der hat einen Satz gesagt, der, man kann es nicht besser ausdrücken. Der hat gesagt, das Individuum ist nicht Individuum in dem Sinn, dass es alleine in der Welt ist, vielmehr kommen die Individuen gemeinsam in eine Welt der Erfahrung, die sie gemeinsam verarbeiten. Das bedeutet, eine Schulklasse ist ein Mikrokosmos, wo die Schüler, die dort zusammenkommen, gemeinsam Erfahrungen machen, die sie gemeinsam verarbeiten. Und das ist ihre konstruierte Realität. Das muss ich mir zunutze machen für meine Präventionsprogramme. Wir folgen also einem sozialkonstruktivistischen Ansatz. Der Mensch ist aktiv, autonom und lernfähig. Jeder Mensch hat seine eigene Wahrnehmung, die sich von derjenigen anderer Menschen unterscheidet. Und die Auseinandersetzung über verschiedene Ansichten und die Folgen, welche unterschiedlichen Erfahrungen und Wahrnehmungen und Beziehungen mit sich bringen, sind letztlich das Entscheidende. Ganz plump gesagt, wir gehen nicht in die Schulklasse und sagen den Jugendlichen, ihr verhaltet euch falsch, ich zeige euch mal, wie es richtig geht. Sondern wir fragen, warum macht ihr das? Erklärt es mir. Warum findet ihr das wichtig? Glaubt ihr, dass andere das auch wichtig finden? Was könnte man denn anders machen? Habt ihr Ideen? Und das ist eine ganz andere Herangehensweise, weshalb wir auch eine hohe Akzeptanz haben in der Arbeit mit den Jugendlichen. Das erste Programm www.fairplayer.de, dort können Sie ein bisschen genauer nachschauen. Sie haben vorhin schon den ersten Teil des Imagefilms gesehen. Wer wegsieht, verliert sein Gesicht, arbeitet erstmal mit starken Botschaften, aber ist ein sehr strukturiertes, schulbasiertes Programm. Hier liegt der Schwerpunkt bei 7. bis 9. Klässlern. Es gibt aber auch eine Adaptation für die 5. und 6. Klasse, die mit etwas anderen Methoden arbeitet, was auch wichtig ist zu wissen. Sie können einfach, obwohl es 5., 6., 7., 8. Klasse ist, ist das schon ein großer Unterschied entwicklungspsychologisch, mit welchen Methoden Sie in diesen Schulklassen jeweils arbeiten können. Das, was mit den 7., 8. Klässlern gemacht wird, überfordert die 5., 6. Klässler, wie Sie gleich sehen werden. Alle in der Klasse arbeiten mit. Genauer gesagt haben wir eigentlich eine universelle Prävention, da wir alle Klassenmitglieder einbeziehen. Es wird also niemand aussortiert oder wie auch immer, sondern wir arbeiten mit der gesamten Schulklasse. Wir haben aber auch selektive Prävention, da wir mit bestimmten Maßnahmen Hochrisikogruppen ansprechen. Wir haben zum Beispiel Schüler, die haben wenig Peer-Beziehungen und wenig Freunde. Und wir wollen mit unseren Maßnahmen dazu beitragen, dass die Peer-Beziehungen sich verbessern, weil Peer-Beziehungen, gelingende Peer-Beziehungen sind ein wichtiger Schutzfaktor. Auch nicht nur gegen Mobbing, auch gegen andere Dinge. Und wir haben indizierte Prävention, weil wir auch die möglichen Ursachen avisieren, nämlich das Eingriffsverhalten in konkreten Situationen. Deshalb auch diese Botschaft, wer wegsieht, verliert sein Gesicht. Ziel sind natürlich auch die Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter, die fortgebildet werden, das Programm umzusetzen. Ziel ist die Prävention von Mobbing und die Förderung von sozialen Kompetenzen. Es ist ein komplett strukturiertes, manualisiertes Präventionsprogramm. Das heißt, wir geben vor, wo kann man Dinge verändern, aber wo müssen Dinge wirklich genauso durchgeführt werden, wie wir es beschreiben, damit die Wirkung erzielt wird. Es wird durch fortgebildete und betreute Lehrkräfte umgesetzt. Das heißt, wir lassen die nicht loslaufen, sondern wir haben entsprechend qualitätssichernde Maßnahmen, um die Lehrkräfte zu unterstützen. Und es wird in ein bestehendes Schulcurriculum integriert, also im normalen Unterrichtsverlauf gemacht. Wir suchen Unterrichtsfächer heraus, wir machen das außerhalb des schulischen Kontexts nachmittags oder wir machen das in wechselnden Fachunterrichten, dass es jede Woche zum Beispiel eine Fair-Player-Stunde gibt. Ja? Das Manual ist 2008 erschienen und erscheint jetzt im Herbst komplett überarbeitet. Die Ziele, klar, die Grobziele, Förderung zivilcouragierten Handelns in Mobbing-Situationen, die sollen halt eingreifen, wenn sie Mobbing beobachten. Soziale Kompetenzen sollen gefördert werden und letztlich soll Mobbing und Schulgewalt präveniert werden. Und das erreichen wir über entsprechende Feinziele. Dazu zählt in diesem Fall besonders erwähnenswert auch die moralische Sensibilität, auf die ich gleich nochmal eingehen werde, aber auch andere Dinge, die ich Ihnen im zweiten Training gleich auch nochmal vorstellen werde. Wir verwenden eine ganze Reihe von unterschiedlichen Methoden, die aufeinander abgestimmt im Verlauf des Trainings von den Lehrkräften mit den Schülern in der Schulklasse umgesetzt werden. Ich kann Ihnen das nicht im Einzelnen erzählen, ich nehme mal nur einen Punkt heraus. Wir arbeiten zum Beispiel an der Gruppendynamik. Das heißt, in dem Wissen, dass Schüler eine bestimmte soziale Rolle einnehmen, haben wir Rollenspiele entwickelt. Das ist immer so ganz zum Schluss, wenn ganz viel Vertrauen in der Schulklasse ist und man auch miteinander arbeiten kann.
in denen die Schüler diese unterschiedlichen Rollen durchlaufen und selbst erfahren, wie es ist, Outsider zu sein, etwas zu beobachten. Und sie im Rollenspiel dann auch erlernen können, was man eigentlich machen können, über Verhaltensübungen dann auch ausgeführt, um in einer solchen Situation einzugreifen. Wir reden natürlich auch über Erwartungen und Befürchtungen und wir haben verschiedene Partizipationsmöglichkeiten, sodass die Gruppe sich als Gesamtes empfindet und sich darüber hinaus auch dann entsprechend das Schulklima, das Klassenklima positiv verändert. Insgesamt sind es 16 Schritte, die über einen Zeitraum von 5-6 Monaten durchlaufen werden. Also man braucht so ungefähr ein Schulhalbjahr, um das gesamte Programm mit Elternabend und so weiter mindestens einmal durchzuführen. Und es fängt also ganz einfach an mit, was ist überhaupt Fair Player? Also es geht wirklich von Information zu Betroffenheit und Empathie über Kompetenzen und Handeln bis hin zu einem moralischen Dilemmata, zu denen ich vielleicht gleich noch ein bisschen mehr sagen kann, die wir auch etwas intensiver bearbeiten. Das wäre so ein Punkt Rollenspiele. Wir arbeiten mit den Jugendlichen entweder mit den vorgegebenen Situationen oder mit Situationen, die die Lehrkräfte selber zum Beispiel erfahren haben im letzten Schulhalbjahr, was in der Schulklasse so passiert ist. Und natürlich geht es, wenn wir so ein Bild vorlegen, darum, zunächst erstmal das Problem zu beschreiben, die Situation zu erkennen. Und das haben wir die Erfahrung gemacht, ist schon mal gar nicht mal so einfach, weil selbst diese Situation, die vielleicht den meisten von Ihnen als relativ klar und deutlich erscheint, bei einigen Jugendlichen zu sehr unterschiedlichen Interpretationen geführt hat. Ja? Zum Beispiel hat mir ein Mädchen mal gesagt, hey, guck mal, die findet sein Baseball-Cup so cool und die anderen, die lachen, weil die das auch so cool finden. Ja? Und das ist natürlich nicht damit intendiert. Wenn man das Foto genau betrachtet, sieht man, dass hier jemand ausgeschlossen wird und der sich auch nicht wohl dabei fühlt. Aber es gibt eben erstmal unterschiedliche Interpretationen der Situation. Es soll dann eine Art Selbstreflexion stattfinden. Ist dir das auch schon passiert? Was hast du gemacht? Es soll überlegt werden, wie könnte man handeln? Diese Ergebnisse sollen dann gebündelt werden und die besten Lösungen sollen herausgearbeitet werden, die dann im Rollenspiel auch umgesetzt werden. Und das Ganze wird erweitert dann noch in Situationen, in denen wir daraus ein moralisches Dilemma machen. Das heißt, wir geben eine Geschichte vor, in der ich als Schüler mich entscheiden muss, wie ich mich jetzt zu verhalten habe in dieser Situation, wo ich, egal was ich mache, wenn ich das Opfer unterstütze oder wenn ich die Täter also dicht halte und nichts sage, in jedem Fall ja jemanden schädige. Und hier geht es bei den moralischen Dilemma-Diskussionen eben nicht darum, die Wahrheit zu sagen oder das Falsche vom Richtigen zu trennen, sondern eine Argumentation zu führen, begründen zu können, miteinander reden zu können, überlegen zu können, warum denkt der andere eigentlich anders darüber. Das ist eine Methode, die wir deshalb auch mit den Älteren nur machen, weil sie eben sehr viel kognitive Kapazität auch bedarf. Wir haben einen Multiplikatorenansatz, das heißt, in einer Intensivschulung über 2x2 Tage werden Lehrkräfte fortgebildet. Sie führen dann selber einmal begleitet, das heißt, wir bieten immer Supervisionsmöglichkeiten an, telefonisch oder online, das Programm in der Schule durch. Es gibt dann ein Abschlusstreffen mit einer Zertifizierung und einen jährlichen Qualitätsverbund, wo die fortgebildeten Multiplikatoren dann eben auch teilnehmen können, um sich weiter zu qualifizieren und eine fortlaufende Supervision. So können wir also auch sicherstellen, dass die Maßnahmen in entsprechender Qualität umgesetzt werden. Das brauche ich Ihnen jetzt insofern nicht sagen, ich will damit jetzt nicht angeben, aber das war zum Beispiel das Rollout, weil wir mit der Deutschen Bahn Stiftung einen sehr potenten Förderer gefunden haben in Deutschland, um das Programm wirklich in die Fläche zu bringen. Und wir haben mit dem damaligen Bundesinnenminister und dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn eine Kick-Off-Veranstaltung gemacht. Warum zeige ich Ihnen das? Um deutlich zu machen, dass man für Programme Werbung machen muss. Wer glaubt, mit einem sehr guten, toll evaluierten, super wirksamen Programm kostenlos in die Fläche gehen zu können und alle schreien, Hurra, endlich seid ihr da, der irrt sich. Das ist mühsame Arbeit, Schulen davon zu überzeugen, auch ein solches Programm zu implementieren, weil das bedeutet natürlich auch Mühen und Ressourcen, die man investieren muss. Und deshalb muss man öffentlichkeitswirksam auftreten und das wirklich anpreisen, also Werbung dafür machen, um ein solches Programm in die Fläche zu bringen. Wir haben den European Crime Prevention Award 2011 mit dem Programm gewonnen, als erstmalig in Deutschland, was mich natürlich sehr freut, womit wir dann eben auch entsprechend in die Öffentlichkeit gehen konnten. Wenn Sie jemals etwas über Prävention erfahren wollen, was man machen kann, um Angst zum Beispiel zu prävenieren in der Schule, schauen Sie in die grüne Liste Prävention. Dort finden Sie nach entsprechenden Kriterien bewertete Programme.
Dort stehen wir mit Fair Player in der höchsten Kategorie. Sie finden aber zu unterschiedlichsten Störungsbereichen hier wirklich tolle Programme, die Sie sich unbedingt anschauen sollten, wenn Sie vorhaben, ein Präventionsprogramm auszuwählen. Und wir haben natürlich das Ganze auch evaluiert. Das heißt, wir haben in kontrollierten Studien das Fair Player Manual durchgeführt und das sind jetzt Ergebnisse aus verschiedenen Studien im Vergleich zu den Kontrollgruppen. Wir konnten tatsächlich einen Rückgang bei den Opfern, bei den Tätern und Tätern und Opfern, die also sowohl Täter als auch Opfer sind von Mobbing, feststellen. Einen Rückgang in der Intensität, zum Beispiel der Anzahl der Attacken von Mobbing. Einen Rückgang im Bereich der relationalen Aggression, in der Gewaltlegitimation. Die Täter wurden nicht mehr als populär eingestuft. Das heißt, die Gruppennormen haben sich zum Positiven verändert. Wir haben mehr prosoziales Verhalten, mehr Empathie, einen Zusammenhalt in der Klasse, verbesserte moralische Wertvorstellungen und wir haben eine hohe Einschätzung der Machbarkeit und Relevanz des Programms und eine sehr gute Umsetzbarkeit, was uns dann eben nochmal die Lehrkräfte bescheinigt haben. Also insgesamt eine sehr positive Bilanz und ein ähnliches Programm ist das Programm Medienhelden. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Bis 15:45. Noch 5 Minuten. Dann zeige ich Ihnen jetzt einen Film, der eigentlich in alles in allem das Programm zusammenfasst, um Ihnen einen Eindruck von dem Programm zu geben. Von ihm entwende und anderen zugänglich mache. Und das kann dann auch bedeuten, dass dann plötzlich die Polizei vor der Tür steht. Ich habe mitbekommen, dass in meiner Schule Fotos rumgeschickt wurden von einem Mädchen, wo sie nur BH zu sehen war. Wo haben halt alle darüber geredet und deswegen hat sie halt auch die Schule verlassen. Mit der Förderung der European Commission konnten wir insgesamt mit 6 Ländern am Thema Cybermobbing forschen und wir in Deutschland haben das Programm Medienhelden entwickelt. Wir haben zusammen mit Partnern aus Polen, England, Griechenland, Spanien und Italien gearbeitet. Das Medienheldenprogramm soll zur Prävention von Cybermobbing dienen, aber auch zur Förderung von Internetkompetenzen und es richtet sich an Schüler der 7. bis 10. Klasse, die das dann im Unterricht mit ihren Lehrkräften durchführen. Da werdet ihr 2 Argumente für eure Gruppe zusammenstellen, die ihr dann in dem Gerichtsverfahren anwenden sollt. Damit unsere Arbeit besonders wirksam ist, haben wir besonders innovative Methoden eingeführt, zum Beispiel einen sogenannten Peer-to-Peer-Ansatz. Wo die Schüler sich gegenseitig beibringen, wie sie sichere Facebook-Profile erstellen können, welche Daten sie preisgeben sollten und welche nicht. Sie hat gegen den Paragraph 185 verstoßen, also die Ehre wurde verletzt. Und dann haben wir den sogenannten Peer-to-Parent-Ansatz. Die Schüler bereiten für ihre Eltern einen Elternrahmen vor, auf dem sie den Eltern erzählen, was sie gemacht haben, aber eben auch mitteilen, wie sie ihren häuslichen Internetanschluss zum Beispiel sicher machen und wie sie sich sicher im Internet bewegen können. Ich bin persönlich mit meinen Fotos jetzt vorsichtiger und gucke auch, wem ich die schicke und bin halt nicht mehr so blauäugig.
Also im Prinzip hat dieser Film alles zusammengefasst, worum es geht bei Medienhelden. Wenn auch nicht sehr genau und wahrscheinlich nicht zu Ihrer Zufriedenheit, dass Sie genau wissen, was im Einzelnen jetzt hier passiert. Aber Sie haben schon gesehen, es ist gar nicht so einfach, sich zu überlegen, wie kann ich jetzt so etwas wie Mobbing im Internet prävenieren und mit welchen Methoden arbeite ich. Ich sage Ihnen nur noch zwei, drei zusätzliche Informationen zum Programm. Wir haben zwei Varianten von Medienhelden entwickelt. Einmal ein Curriculum, was über 10 Wochen, 90 Minuten je Woche durchgeführt wird. Und wir haben mal versucht herauszufinden, was bewirken denn diese Projekttage, die es immer so häufig gibt. Das heißt, wir haben ganz bewusst einen Projekttag entwickelt, 4 Sessions von jeweils 90 Minuten, um herauszuarbeiten, evaluatorisch auch, welche Wirkung das Ganze hat, was ich Ihnen gleich nochmal zeigen möchte. Denn es war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Auch hier ist es so, dass die Inhalte des Curriculums aufeinander aufbauen und unbedingt dieser konsekutive Aufbau der Maßnahmenelemente einzuhalten ist, um hier zu einem Kompetenzaufbau zu gelangen. Man darf also nicht einzelne Brocken sich rausgreifen und irgendwie machen, sondern es gibt einen ganz klaren, aufeinander aufbauenden Sinnhaftigkeit der einzelnen Elemente. Und um Ihnen mal eine Maßnahme zu skizzieren, wie wir da arbeiten, wir arbeiten mit dem Identifikationskreis. Es gibt einen wirklich sehr, 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 sehr guten Film von Charltonet, Spot Let's Fight It Together, den wir verwenden durften für diese Maßnahme, der so toll, wie ich finde, das Leiden eines Schülers zeigt, der Opfer von Cybermobbing wird, dass es wirklich enorm zu einer Ergriffenheit und zu einem Mitfühlen einfach führt. Das ist so. Diesen Film sollten Sie sich unbedingt mal anschauen, der ist im Netz verfügbar. Wenn Sie einfach Childnet Spot Let's Fight It Together eingeben, werden Sie ihn finden. Diesen Film schauen wir uns bis zu einer bestimmten Situation an, wo der Protagonist komplett verzweifelt ist und nicht mehr weiter weiß. Und dann fragen wir zunächst erstmal in der Klasse, wie geht's euch? Wir reden also erstmal über die Befindlichkeiten. Und dann haben wir eine Art Identifikationskreis entwickelt. Das heißt, wir haben die Protagonisten und die einzelnen Rollen in diesem Film abgebildet. Da haben wir einmal den Joe, den Hauptdarsteller, Mitschüler, Lehrer, Eltern und andere Mitschüler, die in diesem Kreis sitzen. Und jeder soll jetzt einmal in die jeweilige Rolle schlüpfen und soll aus der Rolle des Films heraus sagen, wie fühlst du dich jetzt eigentlich? Joe, wie ist es dir ergangen in diesem Film? Wie hast du dich gefühlt? Warum haben die anderen nicht eingegriffen? Was meinst du? Was hat das bei dir bewirkt? Wie hast du dich gefühlt, dass die anderen nicht eingegriffen haben? Und es ist klar, dieser stetige Perspektivwechsel und das Auseinandersetzen auch mit den damit einhergehenden Emotionen soll letztlich dazu führen, dass man versteht, dass Cybermobbing für jemanden, der Opfer ist, etwas sehr, sehr Schlimmes und Negatives bedeuten kann und ich sehr gut aufpassen muss, wie ich entsprechend kommuniziere. Eine zweite Botschaft ist, man braucht analoge Fertigkeiten und Kompetenzen, um auch im Cyberspace zu arbeiten. Das heißt, wir arbeiten auch mit ganz klaren analogen Offline-Rollenspielen, die das Verhalten, die Kompetenzen aufbauen, die man braucht, um sich auch im Cyberspace entsprechend angemessen zu verhalten. Zur Wirksamkeit möchte ich Ihnen sagen, wir haben natürlich auch hier eine kontrollierte Studie durchgeführt, wobei wir einmal die langen Interventionen mit der Kurzintervention und einer Kontrollgruppe verglichen haben. Und ich zeige Ihnen jetzt Ergebnisse 8 bis 9 Monate nach Durchführung des Programms, das heißt den Post-Test. Wir haben hier also einen etwas längeren Zeitraum, der vergangen ist, weil wir auch schauen wollten, ob nachhaltig Effekte erzielt werden konnten. Mit den ganzen methodischen Besonderheiten, das erspare ich Ihnen jetzt. Ich zeige Ihnen jetzt nur die Effekte. Veränderung der Schüler-Selbstberichte zwischen Vorbefragung und Befragung 9 Monate später. Haben wir zunächst einmal die Kontrollgruppe und hier stellen wir fest, dass bezogen auf die Variablen, die ich Ihnen jetzt rausgesucht habe, in der Kontrollgruppe das Cybermobbing-Verhalten angestiegen ist, während Empathie, Perspektivenübernahme, Selbstwert und auch die subjektiv erlebte und berichtete Gesundheit zurückgegangen sind. Das heißt, anders ausgedrückt, wenn Sie in einer Schulklasse nichts machen zu dieser Thematik, passiert es Ihnen einfach, dass die Werte in den Keller gehen oder es eben schlimmstenfalls auch zu Cybermobbing kommt. Der Projekttag hat dazu geführt, dass es leichte Verbesserungen auch 8 bis 9 Monate nach Durchführen des Projekttags gab. Das ist interessant, aber das waren keine signifikanten Verbesserungen. Also es waren leichte Verbesserungen. Man könnte fast sagen, es war relativ stabil, aber hier sieht man schon, bei der Perspektivenübernahme nach wie vor eine Verbesserung. Jetzt brauchen wir natürlich die Kontrollgruppe zum Abgleich. Und wenn ich dann die IG Lang mir anschaue, dann sehe ich, dass die Ergebnisse hier natürlich besonders ausgefeilt sind, auch 8, 9 Monate später. Wir haben
einen massiven Rückgang im Cyberbullying-Verhalten und eine Zunahme in allen Kompetenzbereichen und auch im Bereich der subjektiv erlebten Gesundheit. Wir konnten übrigens auch feststellen, dass Somatisierungssymptome zurückgingen und, und. Also eine ganze breite Palette an Dingen, die dadurch bedingt sind, dass Schüler einfach sich jetzt wohler fühlen, gerne in die Schule gehen und hier Cybermobbing einfach nicht mehr die Chance hat. Und dieser Effekt, der war sehr, sehr deutlich, wie Sie sehen können, mal bezogen auf die Variable Cybermobbing-Verhalten. Das heißt, insgesamt sehr positive Ergebnisse. Es hatte auch einen positiven Effekt auf traditionelles Mobbing. Ich kann Ihnen also Medienhelden nur empfehlen. Wir sind inzwischen mit übersetzten Programmen in Malaysia beispielsweise, in Kolumbien. Wir übersetzen es gerade ins Englische und es soll bald auf dem englischen auf dem englischen Markt auch erscheinen. Das Programm wird also durchaus nachgefragt. Und wenn Sie hierzu vielleicht noch weitere Fragen haben, dann haben wir jetzt noch, weil der Gong jetzt ertönt und ich eigentlich noch 5 Minuten jetzt hätte nach Ertönen des Gongs, die Möglichkeit, Ihre Fragen zu beantworten. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen lieben Dank, Herr Professor Schalthauer, für diesen sehr interessanten Vortrag. Und man könnte Ihnen, glaube ich, noch weitere Stunden lang noch zuhören und auch für diesen wirklich interessanten Intervention. Ja. Aber ich glaube, Sie verpassen Ihren Flieger, wenn ich es richtig verstanden habe. Gut. Gibt es Fragen oder Anmerkungen zu dem bisher Gesagten? Ich höre jetzt bei den Jugendlichen, bei mir in der Sprechstunde, aber auch zu Hause immer mehr den Begriff vom Prank. Das scheint so in zu sein, sich einen Spaß zu machen mit anderen. Wie weit sind da die Grenzen zu Mobbing verschwommen? Das sind Dinge, die Sie letztlich mit den Jugendlichen in der Gruppe bearbeiten müssen. Also wir haben zum Beispiel eine Meinungslinie, die wir dann in der Gruppenarbeit verwenden, wo wir kein Mobbing haben und dann hat man einen gewissen Spielraum. Und dann haben wir Situationen herausgesucht, oder die Lehrkräfte bitten die Schüler, solche Situationen zu sammeln, von denen es immer mehrere Paare gibt. Also nicht nur einmal, sondern es gibt die 2-3 Mal in dem Sack, aus dem sich die Schüler dann entsprechend solche Ereignisse ziehen. Sie sollen sie dann hinlegen auf der Linie, wo sie meinen, das entsprechend anzuordnen und sollen begründen, warum sie glauben, dass das Mobbing ist oder nicht Mobbing ist. Und sie werden dann feststellen, dass bei einem und denselben Verhalten es unterschiedliche Meinungen in der Gruppe gibt. Und das ist auch gut so. Darauf soll es ja hinauslaufen. Und wir stellen fest, dass vielleicht für den einen Schüler das einfach nur ein Spaß ist und der das lustig findet. Ein anderer Schüler sagt aber, du, das hat mich total verletzt, das hat mich total fertig gemacht. Das heißt, es gibt keine klare Definition, das ist gut oder das ist schlecht, sondern es ist das subjektive Empfinden, was im Vordergrund steht. Und in meinem Handeln, in meiner Kommunikation muss ich mitdenken, dass jemand anderes etwas vielleicht anders erlebt, als ich es vermeintlich meine, entsprechend auslösen zu wollen. Das heißt, ich kann Ihnen keine Antwort geben, ist das Mobbing oder nicht. Es liegt letztlich im Auge des Betrachters, derjenigen, die es erfahren. Eine ganz praktische Frage. Wie haben Sie die Lehrkräfte dazu gekriegt, mitzumachen? Ganz schwieriges Thema, weil Schulen in Deutschland durch Reformen, durch immer mehr Aufgaben, die auf Schulen zukommen, total überfordert sind. Das muss man einfach so sagen. Und Lehrkräfte, zu Recht, wie ich finde, also ich finde, Lehrkräfte sind unglaublich wichtige Menschen, die einfach eine ganz zentrale Aufgabe haben, und zwar nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch im sozialen Leben von Menschen eine bleibende Spur zu bleiben und ihnen zu helfen, groß zu werden, sich zu entwickeln. Eine wirklich wichtige Aufgabe. Schulen und Lehrkräfte sind aber oftmals gar nicht dafür ausgestattet oder ausgebildet. Das heißt, in der grundständigen Lehrkräftebildung ist das überhaupt kein Thema. Da bieten wir inzwischen solche Maßnahmen auch an, dass also Lehrkräfte in der grundständigen Lehrkräftebildung das machen können und dort haben wir ausgebuchte Seele sozusagen. Aber im Fort- und Weiterbildungsgeschäft sieht das etwas anders aus, weil Schulen einfach so viel machen müssen. Sie müssen wirklich Werbung dafür machen und wir arbeiten mit Best-Practice-Schulen. Das heißt, wir werben manchmal gar nicht, sondern versuchen Schulen, an denen es gut gelaufen ist, dazu zu bringen, andere Schulen einzuladen und ihnen zu vermitteln, hey, bei uns ist das total super, das Investment lohnt sich. Ich bin deshalb auch immer so, ich werde geradezu schon sauer, wenn ich sehe, dass mit viel Geld
nicht wirksame Programme in Schulen umgesetzt werden, von denen man überhaupt nicht weiß, welchen Effekt sie haben, weil sie belegen einfach wertvolle Ressourcen, Zeitressourcen und führen dazu, dass die wirksamen Programme leider nicht durchgeführt werden. Also auch da muss sich jede Schule fragen, was machen wir hier eigentlich? Ist das wirklich sinnvoll oder sollte man mal über einen Wechsel nachdenken? Aber es ist tatsächlich harte Arbeit, Schulen zu motivieren und zu überzeugen, mitzumachen. Und ich kann das auch verstehen, weil es von vornherein einfach schwierig ist, so viel Zeit aufzuwenden. Und ich kann das nachvollziehen, glaube aber, dass das der richtige Weg ist, so etwas auch in Schulen durchzuführen. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen im Publikum oder Anmerkungen? Gut, möchte ich noch mal aufgrund leider auch der fortgeschrittenen Zeit mich herzlich bedanken. Es war sehr, sehr interessant. Ich fand insbesondere wirklich den Ansatz von Ihnen, die Jugendlichen zu eigenen Experten zu machen, also auch zu Experten, sich gegenseitig Dinge beizubringen, einen sehr, sehr interessanten und, denke ich, auch nachhaltigen Ansatz. Und bin auch sehr gespannt, wiefern ja, dieses Programm vielleicht irgendwie auch den Weg nach Luxemburg vielleicht finden kann oder Ansätze davon. Das wird sich dann zeigen. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich verabschiede mich hiermit von Ihnen. Applaus